Hallo, in diesem Video möchte ich das Decorator-Pattern zeigen oder das Dekorierer-Muster. Es geht nicht darum, eine ausschweifende Erklärung zu geben, sondern nur so als Referenz, falls ihr mal wieder vergessen habt, was das ist. Ihr erinnert euch, das Decorator-Pattern benutzt man dann, wenn man seine Software erweitern können möchte, ohne bestehenden Code ändern zu müssen. Und hier ist das Diagramm dazu am Beispiel eines Textes. Ist so ein Standardbeispiel und wir wollen zum Beispiel den Text irgendwann mal blinken lassen können oder unterstreichen lassen können. Und wenn uns irgendwann mal einfällt, ach, der soll auch noch explodieren können, dann soll er auch noch explodieren können. Aber wir wollen unsere Klasse Text, die wir irgendwann mal tief im Code implementiert haben, die wollen wir nicht anfassen. So, wie machen wir das? Wir haben unsere Klasse Text hier, die hat nur diese eine Funktion Render und wir erstellen dafür ein Interface, die einfach genau dieselbe Funktion bereitstellt, die wir erweitern können möchten. Es geht also, vielleicht das nochmal dazu, es geht nicht darum, dass nicht unbedingt darum, dass wir alle Funktionen hier erweitern können müssen, sondern nur die, die wir wirklich brauchen, die wir wirklich erweitern können wollen, die tun wir hier oben in unser Interface rein. Und die implementieren wir dann hier in unserem Abstract Decorator, Text Decorator, und zwar in einer Form einer offenen Rekursion, falls euch das was sagt. Konkret heißt das, wir implementieren alle Funktionen, die wir erweitern können wollen, in dieser Form hier. Aber fangen wir mal von vorne an lieber. Also hier ist der Konstruktor. In den Konstruktor kommt also ein iText-Objekt. Das kann also das echte Textobjekt sein oder irgendwas, was hier vom Abstract Text Decorator abgeleitet ist. Und das wird gespeichert, so dass keiner darauf zugreifen kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr es vielleicht auch protected machen. Ich weiß nicht, ob das schlecht ist. Als nächstes habt ihr eure Funktion, dieselbe, die ihr hier habt. Die implementiert ihr so, dass ihr auf dem Text, den ihr beim Konstruktor reingegeben habt, wird diese Funktion render aufgerufen und dann kommt die offene Rekursion, es wird addedRender aufgerufen und das ist nicht implementiert. Ich habe einfach mal Abstract davor geschrieben. Ich hoffe, das stimmt so. Ich kenne das bei C++ noch mit gleich 0. Und ich habe mir hier nochmal ein bisschen Java geliehen, Final davor geschrieben. Wichtig ist natürlich, dass ihr verhindert, dass dieses Render überschrieben werden kann. Sonst könnte ja die ganze Funktionalität später wieder gebrochen werden. Und das wollt ihr nicht. Ihr wollt ja, dass alles fest ist und dass ihr nur Sachen hinzufügt, ohne dass, ich sag mal, zu viel kaputt geht. Zu viel kaputt gehen könnte. Gut, so viel dazu. Was ihr dann braucht ist, wenn ihr hier so eine, ihr wollt jetzt sagen, okay, wir machen jetzt unseren Text blinkend, dann erstellen wir einfach eine neue Klasse, die ist vom TextDecorator abgeleitet und die implementiert diese neue Funktion addedRender. Da steht dann, weiß nicht, renderBlink. Oder ihr habt einfach eure andere Klasse, die underline heißt und die überschreibt oder die definiert diese Methode, diese offene Rekursion hier, definiert die Methode mit renderUnderline, was auch immer dann da drin stehen mag. So, ich hoffe, das war's. Nein, so, anders. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das war's soweit für die Erklärung. Ich habe noch ein schlechtes Beispiel. So habe ich mir das früher immer gemerkt. Das ist aber nicht so schön. Und zwar, das habe ich auch, glaube ich, mal in einem Buch gefunden so. Es sieht fast aus wie das von eben, nur dass es hier diese Render-Funktion gibt. Die ist hier im TextDecorator beschrieben. Und die sieht einfach so aus. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass ihr hier Render aufruft. Was ist daran schlimm? Daran schlimm ist, dass ihr das vergessen könntet und dann funktioniert der ganze Rest nicht mehr. Und das ist schlecht. Punkt. Deswegen wollt ihr verhindern, dass ihr hier denselben Schmarrn nochmal schreibt, den ihr habt. Natürlich jetzt, ihr habt hier eine Methode, da kann man das vielleicht noch, wobei aus meiner eigenen Erfahrung, selbst bei einer Methode wird es langsam schon schwierig. Aber spätestens, wenn ihr 5 Methoden habt und immer wieder irgendwie denselben Kram schreiben müsst, dann vergesst ihr es irgendwann. Und dann habt ihr irgendwo einen Fehler und es wird nichts gerendert und ihr fragt euch, was ist eigentlich los. Aber gut. Das ist ja nur ein schlechtes Beispiel, wir wollen uns dieses hier merken. Falls ich hier irgendwie gerade Mist erzählt habe, aus eurer Sicht, bei Pattern ist es ja immer so eine Diskussionssache, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ich werde mich denen annehmen und im Zweifelsfall das Video abändern oder dagegen halten. Vielen Dank fürs Schauen!